Liebe Freunde und Freundinnen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, heißt es. Und so starten auch wir in Deutschland und Europa voller Elan ins neue Jahr. Keine Frage, hinter uns liegt eine politisch wie wirtschaftlich schwierige Zeit. Doch nicht nur der Friedensnobelpreis für die Europäische Union gibt Anlass zu Optimismus. In einigen der von der Krise am meisten gebeutelten Staaten, etwa in Griechenland oder Irland, geht es allmählich wieder bergauf. Allerdings dürfen wir dieses zarte Pflänzchen eines ersten Aufschwungs nicht durch eine sture Sparpolitik verkümmern lassen. Europa braucht dringend Wachstumsimpulse, damit die Menschen wieder Hoffnung schöpfen und die vielen Erwerbslosen endlich Arbeit finden können, damit in den Krisenländern wieder investiert wird, anstatt Kapital von dort abzuziehen. Ein positiver Impuls muss von der Bundestagswahl im September ausgehen. Ich bin ganz sicher, dass die SPD diese Wahl gewinnen kann. Und das ist auch unbedingt notwendig. Eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung wird den sozialen Zusammenhalt in Deutschland stärken. Eine solche Regierung wird auch deutlich machen, dass die EU keine Ansammlung nationaler Egoismen ist, sondern eine Solidargemeinschaft. Dadurch kann sie der europäischen Einigung neuen Schwung verleihen. Es lohnt sich also, 2013 im Europäischen Jahr der Bürger und Bürgerinnen entschlossen anzupacken. Für einen Wechsel in Berlin und für ein soziales Europa. Auch persönlich wünsche ich Ihnen und euch ein gesundes und gutes und erfolgreiches Jahr.